Ja, hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Oddsparks. Wir haben in der letzten Folge hier eine sehr, sehr lange Verbindung zu der Giftkoralle gemacht. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Helferlein, die wir hier gerade mal abholen müssen. Und dann verbinden wir mal so langsam die ganze Sache nach da oben. Dann nehme ich jetzt einfach mal alle mit, die wir da haben. Und dann muss ich jetzt mal gucken. Also, wir brauchen auf jeden Fall einige. Die kann ich mal wieder gerade zurück tun. Auf jeden Fall einige hier. Also die meisten brauchen wir hier auf der Strecke. Zwei nehme ich jetzt nochmal mit. Hier ist die Verbindung, genau. Das ist der neue Weg. Ich mache das jetzt hier. Dann läuft das nämlich die ganze Zeit nebeneinander. Das fand ich eigentlich ganz schön. Bis auf bei der finalen Stelle, da halt eben nicht. Die liefern hier hoch. Auch hier brauchen wir wieder einen Rundkurs, der auch wunderbar machbar scheint. Na? Achso, ich war zu weit. Das ist problematisch. Das ist jetzt problematisch. Ich muss doch andersrum gehen, glaube ich. Warte mal. Nee, passt doch. So geht's auch. Ja, und hier dann natürlich auch nochmal ein Rundlauf. Komm, machen wir jetzt. Machen wir weiter so. Auf dem Wüstensand nehmen wir dann schön hier diesen Stein. Das war zu viel. Halten wir schon so bei. So, der muss aber weg. So, dann haben wir hier Rundlauf. Was ist denn eigentlich die kürzere Strecke? So rum wahrscheinlich, ne? Na! Oh. Ach, jetzt habe ich den falschen Weg. So, damit sollte das verbunden sein. Das heißt, die Flaschen werden hier hin geliefert. Achso. Guck ich mal gerade raus. Ja. Die sollen jetzt hierhin geliefert werden. Das heißt, die hier kann ich mal gerade verschonen, indem ich das hier wegmache. Oder? Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Was fehlt hier? Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Oder hatte ich... Doch, hier habe ich doch welche draufgesetzt. Ach, ja, natürlich.
schmeiß das mal gerade hier hin, den brauche ich ja aktuell für nix. Stell ich mal symbolisch dahin. Und dann gehen wir mal gerade zurück ins Hauptlager. Das wird gerade nicht befeuert, schade. So, was wollte ich denn jetzt gerade? Verdammt. Achso. Ja, ich weiß wieder, was ich wollte. So, das tue ich mal gerade da rein in die Truhe des alten Herrn. Dann ist das ja schon mal erledigt. Brauchen wir die Flächen und die Röhre. Habe ich die denn hier zufällig rumfliegen? Auf jeden Fall im Lager. Also im alten Lager. Was wir jetzt auch wieder zerlegen können. Denn hier die zwei sind leer, ne? Ich hatte auf jeden Fall eine Pelimar-Röhre irgendwo rumfliegen. Oder ein paar sogar. Oder muss ich die abgeben alle? Nee, ich habe doch mehr noch gejagt. Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht in einem Vorlager noch, weil ich die noch nicht einsortieren konnte. Nee. Oder habe ich die schon irgendwo drin? Tatsächlich nicht. Hä? Ich dachte, ich hätte die gehabt. Haben wir gerade noch was zu tun. Streng genommen muss ich jetzt die Rocky Sparks holen gehen. Oh, ist nicht gefüllt. Dürfte aber auch bestimmt nicht mehr lang dauern. Da fällt mir auch gerade ein, ich hatte doch hier noch eine Verbindung, die ich gar nicht brauche. Können wir durchmachen. Das schließen wir. Okay, ein paar Steinsparks. Flupp. So, da haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Und dann muss ich mal gucken. Pelimar war auf jeden Fall da unten. Das ist gerade so voll. Dann gehen wir mal gerade gucken. Ah, der Zug ist kurz vorher stehen geblieben. Siehst du mal. Das muss ich mal ausprobieren, das müsste ja eigentlich besser gehen. Die Pelimare angreifen mit den Steinsparks. Da ist die Leiter. Zack. Einmal nach oben und nochmal nach oben. Und da war er doch irgendwo. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Die sind doch betäubt. Dann hole ich, glaube ich, dann die ganz normalen. Au. Thank you.
Komm, das zahlt sich aus, dieser Angriff. Sieht aber gut aus. Sauber. Ach, da war doch einer. Irgendwo mittendrin. Da ist auch einer. Perfekt. Brauchen wir noch einen? Mit denen kennen wir uns ganz gut aus. Aber dann sind die wahrscheinlich auch... ja doch, auf jeden Fall sind die ja schwieriger als die Fräulen. Die sind auf jeden Fall schwieriger als die Fräulen. Ist halt nur die Frage, wo der nächste ist. Ich glaube hier oben nicht, oder? Gehen wir hier rüber. Dann nochmal hier drauf. Da ist wieder ein laufender Stein. Nee, ich gehe hier rüber. Ach, ja, okay. Das kommt uns doch wieder bekannt vor. Aber hier ist keiner. Ist wieder Grasland. Da ist wieder eine Fräule. Guten Tag, guten Tag. Ich weiß aber auch nicht, wo noch einer ist. Doch, eine Idee habe ich, aber das wäre auf der gesamten, komplett anderen Seite. Und da bin ich mir nicht sicher, ob da einer war. Hier ist auch einer. Hätte ich jetzt nur eine Leiter. Na gut, ich habe sowas wie eine Leiter. So, Angriff. Na, wieso greift keiner an? Sauber. Questgegenstand, zack, zack. Und zurück zur Basis. Gut, brauchen wir nochmal gerade ein bisschen Verstärkung für den dritten Slot. Wer wollte das denn überhaupt? Der alte Herr wollte das, dann kriegt er das. Dann haben wir auch das und dann müssen wir jetzt mal gucken, wegen den Flächen. Was für ein Getummel hier. Die Flächen. Sagen. Okay, die haben ordentlich abgeliefert, da war kein Haufen mehr, ne? Ich glaube, da war kein Haufen mehr. Fand ich eigentlich einfach durch, ja, ne? Schnellaufzug. Hey, was ist denn hier los? Achso, ihr seid auch schon wieder voll. Oh.
Das sieht verdammt gut aus. Und da ist immer ein Holz drin gerade. Eieiei. Das sieht sehr, sehr gut aus. Haben wir bald schon die Hälfte. Hatte ich hier Plannensteine? Nee, ich glaube nicht. Mach ich jetzt einfach hier. So. Dann darfst du auch das nochmal wegbringen. Und das kommt hier rein. Okay, schön. Ja, trotzdem sind wir wirklich gerade nur noch an dieser Quest dran. Da muss ich jetzt gerade mal gucken. So. Okay. Achso, warte mal. Mir fällt da gerade was ein. B- und Entladestation braucht er. Hat er hier. Da steht jetzt nichts Spezielles. Woher weiß er denn, dass der B laden soll und nicht entladen? Ich brauche wahrscheinlich das hier davor noch, ne? Kann das sein? Dass der Zug quasi hier runterfährt, die... das könnte ich mir noch vorstellen. Da ging es gerade wieder rein. Ja, da steht er. Ja, der hat auf jeden Fall ordentlich Holz bekommen jetzt. Auch ganz cool, dass man hier einfach so stehen kann. Ohne, dass man runterfällt. Oh. Gut, in dem Fall jetzt nicht. Oh, nicht so schnell. Der fährt da durchnehmen. Kann man es gucken. So, also ich glaube, ich brauche hier noch eine Haltestation. Achso, jetzt habe ich aber das Eigentliche, was ich gucken wollte, vergessen. Ah, ich muss jetzt schnell sein. Schnell genug. Ich will nämlich gucken, wenn der Zug da jetzt hält. Wieder gehalten hat, ob das theoretisch so sein müsste.
Ja, tatsächlich. Das sieht sehr passend aus. Ich brauche 10 Pendelrouten. Das sieht sehr, sehr passend aus. Wo waren denn die Pendelrouten nochmal jetzt? Wo ich grad, war das hier? Ja. Genau. Wunderbar. Wobei, ich gucke gerade trotzdem nochmal. Weil es kein Rundlauf ist. Das ist das Problem. Das setzt ja alles auf Rundlauf. Dann mache ich das gerade auch nochmal schnell hier richtig. Ist aber machbar. Okay. Und dann tust du es da einfach rein. Dann passt das. Achso, ich wollte aber die anderen noch hier rausschmeißen. So viele brauche ich ja nie im Leben. Und dann... da. Dann kann ich das hier aber auch wieder abbauen eigentlich, ne? Wenn ich mal so drüber nachdenke. Das kann ich wieder abbauen. Dann ist das auch mit dem Teleporter wieder okay. Falsch rum. Ich muss sowieso hier nochmal abbauen. Fällt mir gerade ein. Aber dann frage ich mich wieder, wieso der gehalten hat beim ersten Mal. Weil das scheint ja funktioniert zu haben. Da mache ich da aber auch trotzdem direkt einfach hier dran. Falls wir das mal brauchen, man weiß ja nie. Wollte ich, glaube ich, gar nicht auswählen. Da kommt er wieder, stopp! Perfekt. So, dann kannst du da die Zeitschaltuhr wahrscheinlich verlängern noch.
Ja, dann sieht das auch wieder besser aus. Da ging schon eine ganze Menge rein. Und eine ganze Menge, die verbrennt. Wahrscheinlich dann zu viel. So, die zwei tue ich jetzt noch hier rein. Und dann müssen wir mal gucken, wie das jetzt drüben aussieht. Vielleicht haben wir gleich schon genug zusammen. Achso, die kommen wieder zurück, weil die voll sind. So ein weiter Weg runter. Und ich nehme wieder den manuellen Aufzug. Okay, haben wir noch mal ein bisschen was? Ja, das geht auf jeden Fall auch höher. Haben wir nicht mehr so viel vor uns. Alles klar. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut, weil wir nämlich wieder am Ende einer Folge sind. Das heißt, wir müssen in der nächsten Folge auf jeden Fall noch die letzten Flächen besorgen. Müssen wir mal gucken, was wir währenddessen noch machen. Vielleicht probieren wir mal ein bisschen Elektronik noch aus oder so. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.